Hallo, ich grüße euch und herzlich willkommen. Ich bin letztens gefragt worden, Thomas, vergiss doch mal all deine Expertise und alles, was du schon in den letzten Jahren erreicht hast und seit 20 Jahren im Geschäft, seit 30 Jahren in der Berufswelt, einschlägige Erfahrungen. Du sprichst drei Sprachen, programmierst drei Sprachen, ja. Sag mir noch mal einfach in 60 Sekunden, bist du fähig, in 60 Sekunden sozusagen einen Elevator-Pitch mal zusammenzufassen, was es eigentlich ist, was du an Nutzen und an Mehrwert bringst deinen Kunden und dem Markt. Und da habe ich einfach hier mal diese drei Punkte einfach zusammengefasst. Das eine ist Zielgruppendefinition. Ja, viele meiner IT-Kunden tun sich da nach wie vor immer noch sehr schwer, weil sie einfach über einen gewissen Zeitraum in der Regel schon länger im Geschäft sind. Entweder ich habe mit ja, Startups zu tun, klar, da ist es anders, aber auch die müssen sich erstmal Gedanken machen über die Zielgruppendefinition. Aber die tun sich häufig leichter als wie Firmen, für die ich arbeiten darf, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die bereits 10, 20 Jahre im Geschäft sind, weil die häufig auch am Ende sagen wir mal, ihres Vertriebszykluses, sagen wir mal, ihres Portfolio-Zykluses stehen. Das heißt, die haben über viele Jahre hinweg organisch einfach ihr sehr breites Portfolio aufgebaut und müssen sich jetzt schauen und nochmal neu definieren. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, Schärfung der Positionierung im Markt. Ja, das heißt, das geht Hand in Hand. Ja, ich schaue mir zum einen, schaue ich mir an, okay, welche Zielgruppe ist tatsächlich ganz präzise meine Zielgruppe, welche möchte ich ansprechen? Ja. Und das wirklich so granular wie möglich hier zusammen zu stampfen auf möglichst eine Zielgruppe, die ich sagen, auch in drei, vier Sätzen ansprechen könnte, ja, wo alle mit dabei sind. Sagen mal, eine Headline in LinkedIn oder Facebook, darauf läuft es hinaus. Ja. Und Schärfung der Positionierung, dass ich eben auf die Zielgruppe genau das bietet, was die brauchen und nicht mehr und nicht weniger. Ja, mit den entsprechenden konkreten Know-how, also mal ganz kurier zu sagen, niemand da draußen hat aktuell, also von den Unternehmen, hat aktuell noch Bock, irgendwie als Versuchskaninchen zu dienen. Ja, das heißt, ich höre das immer wieder leider, ja, dass eine Firma zu einer Agentur geht oder zu einem Systemdienstleister, Systemhaus etc. und sagen, hey, wir wollen gerne die und die Lösung im Einsatz. Und dann heißt es, ja, machen wir, ja, können wir. Und dann wird der Vertrag unterschrieben, die Lösung eingeführt und dann stellt sich heraus, die haben die Lösung noch nie vorher eingeführt gehabt, ja, und die lernen quasi jetzt auch erst mit uns als ersten Kunden, sagt sich dann die Firma, das Unternehmen, okay, warum hat uns die Agentur das nicht vorher gesagt, ja? Und darauf hat heutzutage keine Firma mehr Bock, ne, dass sozusagen der erste Kunde ist für irgendein Projekt, für irgendein Thema. Und der dritte ganz, ganz wichtige Punkt, wo ich immer wieder sehe, auch bei großen Dienstleistern und so weiter, die teilweise schon jahrzehntelang im Geschäft sind, ist, und was man auch immer wieder refinen muss, ja, ist die Pre-Sales-Vertriebsprozesse definieren und optimieren. Und es ist ein ongoing process, das heißt, man definiert die nicht einmal und optimiert die einmal und dann steht das für 3 Jahre lang, sondern das ist ein ongoing process. Man sollte da immer wieder dranbleiben. Wirklich, was sind die ganzen Schritte vom Erstkontakt bis hin zum After Sales und Cross Sales? Ja, und das sind ganz, ganz viele kleine Schritte dazwischen, besonders im Enterprise, wo ich ja spezialisiert bin, meine Kunden helfe, im Enterprise-Geschäft. Das sind ganz, ganz viele kleine Schritte dazwischen vom ersten, sagen wir mal, ersten Kontaktgespräch, ja, ob das jetzt halt über ein Online-Lead kam oder eine Kontaktaufnahme über die Webseite oder per Telefon oder whatever, ist ja völlig egal. Bis hin, dass es dein Kunde wird und dann eventuell auch dein langjähriger Kunde bleibt, ne? Über ein, zwei, drei, vier, 5 Jahre hinweg oder vielleicht sogar noch länger. Selbst im Projektgeschäft ist es ja so, dass es fast kein IT-Projekt gibt, das nicht irgendwelche Folgeprojekte hat, ja. Also, und dieser ganze Weg, das sind ganz, ganz viele kleine Mikro-Konversionen, also Mikro-Conversions, viel, viel
sag mal, die Häufigkeit der Mikro-Conversions ist natürlich viel, viel größer, als wie wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwo Produkte verkaufst, die ein paar hundert Euro kosten. Ja, B2C zum Beispiel oder ähnliches. Oder auch meinetwegen B2B-Dienstleistungen oder Seminare oder sowas anbietest, ja, wo du einfach ein Seminar verkaufst, das 2 Tage dauert, oder eine Schulung verkaufst oder sowas, ja. Das ist nochmal eine ganz andere Welt als wie im Enterprise. Okay, das soll es gewesen sein, diese drei Dinge. Bis zum nächsten Mal. Und schau einfach mal rein in meinen YouTube-Kanal oder auf meine Webseite, da kannst du mich dann kontaktieren. Dort habe ich ja auch ein paar gratis Schulungsvideos und so weiter, biete ich dort an. Wenn du dich einfach dort einträgst mit deinem Namen, deiner E-Mail-Adresse, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein, Experte für Kundengewinnung im Enterprise-Segment. Bis dann, ciao, ciao.